Eines der respektlosesten Dinge überhaupt. Ist mir zweimal passiert. Darf man mit dir schreiben? Nimm's mir nicht übel, aber ich schreibe nicht mit fremden Leuten. Bin doch nicht fremd. Doch, ich kenne keinen Jochen 144. Tut mir leid. Außerdem bin ich, also prinzipiell auch unter Freunden, selbst unter Freunden schreibe ich nicht mit Leuten. Also voll viele sind entweder FaceTime, telefonieren oder so, oder die sind die ganze Zeit nur bei WhatsApp, Sprachnotizen, die ganze Zeit am Tippen. Wenn ich nichts zu sagen habe, schreibe ich nicht mit den Leuten. Ich schreibe mit den Leuten nicht, außer ich weiß, okay, die braucht was, ich brauche was, wir müssen was verabreden, ich muss was erzählen, weil es wichtig ist. Aber dieses nur schreiben, um zu schreiben und sich auszutauschen, einfach so für unnützes Zeug. Macht das, wenn es euch Spaß macht. Ich kann das voll nachvollziehen, wenn man in dem Alter ist oder einfach generell so ein Mensch ist. Hat mit dem Alter nichts zu tun. Wenn du generell so ein Mensch bist, fühl dich. Genauso bin ich auch mit Kommunikation. Hör mal, ganz ehrlich, Jenna, ich sag dir, wie es ist. Ganz ehrlich, Kommunikation, finde ich, ist extrem wichtig. Kommunikation ist eins der wichtigsten Dinge in zwischenmenschlichen Beziehungen. Eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Aber Kommunikation beginnt da, wo man den anderen sieht, finde ich. Bei wichtigen Dingen, die jetzt geklärt werden müssen, die nicht aufgeschoben werden können, bis man sich wieder sieht. Natürlich dafür ist es da, Verabredungen abzuschließen, Neuigkeiten zu erzählen, zu sagen, ich brauche jetzt gerade Hilfe, kannst du mir einen Rat geben? Oder jetzt während der Pandemie, man hat keine Möglichkeit, sich zu treffen, dann FaceTimet man einfach. Aber richtige Kommunikation, finde ich, macht man zwischenmenschlich persönlich bei den Leuten. Da beginnt die richtige Kommunikation. Außer natürlich, klar, jetzt Pandemie, da beweist es mal wieder, ne? Wenn du mit jemandem schreibst und du gibst zu, okay, ich vermisse dich, manchen Leuten fällt es schwer, manche Leute wissen nicht, wie sie das sagen sollen, andere Leute teilen sich nicht mit, da ist halt das wichtig, wenigstens da den Kanal zu benutzen, den man hat. Aber wenn wir jetzt mal auf die Tatsache gehen mit jemanden kennenlernen, ich werde niemals jemanden übers Telefon, FaceTime oder Schreiben kennenlernen wollen oder kennenlernen können. Niemals. Nie. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Nie. Ich kann jemanden über FaceTime mich mit demjenigen unterhalten, wenn es einen Sinn ergibt, wenn man irgendwie, wie zum Beispiel, ich zocke mit Freunden und die haben andere Freunde mit dabei in der Lobby und man quatscht dann miteinander und dann kommt man in Labergeschwall. Aber man hat währenddessen ja ein Ziel. Man zockt ja währenddessen. Deswegen, aber so kennenlernen über Schreiben. Nee, du. Jericho 1892, danke dir für 10 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Fühl dich ganz herzlich gedrückt. Aber naja, ich meine, heutzutage ist sowieso alles. Wir sind abhängig von WhatsApp und Instagram, Kommentar-Section, FaceTime und so. Und noch nicht mal FaceTime, vor allem WhatsApp, vor allem Schreiben, Sprachnotiz. Sich aus der Affäre ziehen, die Verantwortung nicht übernehmen, wenn man wirklich vor der Person steht. Man kann sich irgendwie zurückziehen und sagen, ah ja, so übrigens, so war das. Und dann ist man aber in einem anderen Raum und hat räumliche Distanz und kann dadurch irgendwelchen Blicken, Judgment oder Ärger entfliehen. Anstatt hinzugehen und sagen, I own it, that's my bitch. Weißt du, also my Bitch, mit Bitch meine ich meine Fehler, meine Taten, meine Meinung, alles. Wir ziehen uns zurück, wir entziehen uns der Verantwortung, wenn wir Sprachnotizen oder Nachrichten schreiben, anstatt hinzugehen, wir müssen uns treffen, müssen reden und denjenigen in die Augen zu sehen und zu sagen, was los ist. Da braucht man viel mehr Cojones, als nur zu schreiben. Ist einfach, ich schreibe ihn nur. Deswegen eins der wirklich respektlosesten Dinge, die es gibt. Über Telefon Schluss machen, über WhatsApp Schluss machen, über Nachrichten Schluss machen, über irgendeinen Kanal Schluss machen, außerhalb der mit demjenigen zusammen gerade sitzen oder stehen. Eines der respektlosesten Dinge überhaupt ist mir zweimal passiert. Also nicht Schluss machen, wir waren nicht zusammen, aber ich habe die gedatet. Ich habe diese Leute gedatet, diese beiden Typen. Und es lief gut, war alles easy, wir haben uns ein paar Mal getroffen. Wir haben uns echt gut, also wir haben uns wirklich gefallen. So, und wir haben halt abends telefoniert, bis wir eingeschlafen sind. Das wollten die immer, nicht ich, obwohl ich ja eigentlich die Chick bin. Und man sagt ja immer, die Frauen sind diejenigen, die sagen, ah, lass uns telefonieren, bis wir einschlafen. Wollte ich nicht, keine Ahnung, was wollen die von mir? Die wollten das. Wir telefonieren so lange, bis wir einschlafen. Fuck, hast du dir mal meine Handyrechnung angesehen? Alter. Naja, auf jeden Fall, nach 2 Wochen circa, bei beiden war das dann so, von einem Tag auf den anderen nicht gemeldet. Gar nichts. Nix, nichts gemeldet, nichts. Dabei jeden Tag gemeldet, jeden Tag geschrieben, jeden Tag gesagt, wann ich gekackt habe, wann, also die haben mir das geschrieben, wann die was gemacht haben, wann die gegessen haben, was die gegessen haben, mit wem die unterwegs sind, wohin die gehen und warum sie jetzt doch nicht dahin gehen, weil jetzt hat sich die Pläne geändert, weil die jetzt dahin gehen. The fuck. Durchgehendes Melden. Und irgendwann, von einem Tag auf den anderen, nix. Ich schreibe, ich rufe an, ich höre nichts. Kein Lebenszeichen, gar nichts. 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 Ich bekomme noch nicht mal ein, ich habe gerade viel zu tun, ich schreibe dir später wieder. Über Tage. Wir reden hier nicht von ein paar Stunden, wir reden hier von Tagen. Nach ein paar Tagen
ungefähr 5 Tage. Bei dem ersten waren es 7 Tage, bei dem zweiten waren es 5 Tage. Krieg ich endlich an der Strippe. Der eine hat mich am Telefon angelogen, hat gesagt, ich habe so viel zu tun, ich habe mein Handy zu Hause vergessen. The fuck, lüg mich nicht an, was für eine Scheißlüge bist du? Ist das? Meine Intelligenz zu beleidigen und zu sagen, ich habe mein Handy vergessen. Wer glaubt sowas? Wer glaubt sowas? Für 5 Tage, für 7 Tage hast du dein Handy vergessen, the fuck. Und bei dem zweiten war das Schreiben. Und bei beiden war das so, pass auf, das ist jetzt noch die Höhe. Anstatt, die waren ja sowieso jetzt nicht mit mir in einem Raum. Die hätten mir per Telefon oder WhatsApp schreiben können, ist vorbei. Also vorbei im Sinne von, es wird doch nichts. Also sie haben jetzt die Kennenlernphase gehabt, aber es wird doch nichts, weil wir passen nicht zusammen. Nee. Wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Ich wäre natürlich devastated gewesen. Was klappert mit mir? Aber ich hätte es wenigstens gewusst, was jetzt ist. Ich wüsste, wo ich wäre. Was beide gemacht haben. Beide. Hello? Die Audacity ist zu sagen, ich glaube, wir brauchen eine Pause. Eine Pause von was? Wir sind gerade in der Kennenlernphase, Digga. In der Kennenlernphase. Und die beiden gehen hin und sagen, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Abstand. Wir müssen eine Pause einlegen. Was für eine fucking Pause? Erklärt mir bitte, die sind, das ist einfach nur feige. Die haben sich hier nicht getraut, wenigstens zu sagen, nee, wird nix. Überlegt euch das mal. Die waren doch schon aus der Verantwortung raus, indem die nicht mit mir vor mir stehen und mir das in die Augen sagen. Die sind hingegangen und sagen, wir brauchen eine Pause. Einer von denen hat gesagt, ich bin krank. Ich war im Krankenhaus. Ich dachte sofort, oh shit, bist du eine Bitch, alter Bla. Ich habe was mit Magen, dies, das. Ich war im Krankenhaus und ich muss jetzt ruhig machen. The next level of audacity. Dieser Typ, mit dem ich auf Facebook auch befreundet war, postet Bilder von dem scheiß Festival, wie die da grillen und er Bier süffelt. Und wie die Bierpong spielen. Am selben Tag. Wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, es ist dieses, ich stand da und dachte mir, am I fucking joke to you? Und ich dachte, for real, irgendwas stimmt nicht. Es ist ein Fehler in der Matrix. Niemand ist so dämlich und lügt so. Niemand ist so dämlich. Wie kann man so dämlich sein? Im Endeffekt ist es nicht dämlich gewesen, sondern einfach nur, es hat ihn nicht gejuckt. Er hatte keinen Respekt mir gegenüber, es war ihm nicht wichtig. Aber er war auch nicht manns genug für seine Taten, seine Meinung. Es ist doch einfach nur ein Gefühl, seine Meinung. Es wird nichts mit uns. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Aber anstatt hinzugehen und sich, own your shit, Digga, own your shit. Anstatt hinzugehen, sagen, ey Mann, du bist echt nice so, aber es passt einfach nicht. Wäre doch okay gewesen. Nein, der musste mich nochmal anlügen. Es war ihm scheißegal. Der war feige und der war respektlos. Ganz einfach. Aber ich dachte in dem Augenblick so, das kann nicht sein. Niemand ist so dämlich, so zu lügen. Wer ist so dumm und gibt so eine Lüge und dann postet solche Bilder? So viel dazu, Friends. So viel dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Das passiert ja hier immer irgendwie so, ne? Aber, ah ja, Kommunikation. Seid einfach ehrlich, ganz ehrlich. Seid einfach ehrlich. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht der Meinung von anderen Leuten seid. Es ist nicht schlimm, wenn ihr hingeht und ihr seid die einzige Person, der es nicht gefällt oder gefällt. Es ist nicht schlimm. Own your fucking shit. Own your fucking shit. Braveheart, danke dir für den gegifteten Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Mike Johnson, 86, danke auch dir für den Prime Sub. Remy, danke auch dir für den gegifteten Sub. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Pegamenis, 96, danke dir für den zweiten Resub. So, bin schon mal im Discord. Meine Mods sind auch schon in der Lobby. War nur noch zu viel am Reden.